Kunstwerke von Heinrich Strunk, einem Künstler, der das Rampenlicht nicht mochte. Denn erst nach seinem Tod 2016 wurde er als Künstler bekannt. Erst dann wurden zahlreiche Zeichnungen in seinem Hinterhofatelier in Neudorf gefunden. In diesem Atelier haben wir um die 700 Arbeiten gefunden, von denen muss man wirklich sagen, die meisten das Atelier wahrscheinlich nicht verlassen haben, weil er so gut wie nie ausgestellt hat. Er hat auch ganz wenige Bilder nur verkauft und wir, seine Freunde und Bekannten, standen dann vor der Frage, ja, was machen wir jetzt mit den Bildern? 700 Exemplare. Und wir hatten eigentlich nur die Idee, wir müssen sie irgendwie unter die Leute bringen, irgendwie unters Volk bringen. Und das war im Kern die Idee dieser Ausstellung, die Bilder, das ganze Atelier quasi hierhin zu transferieren in die Kubus Kunsthalle. Wenn Sie sich hier umgucken, es sieht eigentlich weniger wie in einem Museum aus, sondern mehr wie in einem Atelier. Strunk hatte einen einzigartigen Stil. Auf den ersten Blick scheinen manche Bilder naiv zu sein, wie Kinderzeichnungen. Manche erinnern an Ab Rüth. Aber bei genauer Betrachtung entdeckt man viele Schichten und Dimensionen in ein und demselben Bild. Thematisch sind die Werke von Heinz Strunk vielfältig. Humor hatte er auch. Nun ist er Rekordhalter. Ein paar Mal konnte ich ihn überzeugen, dass er mal hier ausstellt zum Kunstmarkt. Das ist ja eine Ausstellung, die sich so an Duisburger Künstler richtet, zum Ende des Jahres immer. Und das hat er dann auch getan. Aber wie gesagt, ich hoffe, er wäre zufrieden mit uns, weil so viel Kunst in so kurzer Zeit hat bestimmt noch niemand in dieser Stadt verkauft. Also auf jeden Fall können wir sagen, damit hat er einen Rekord aufgestellt. Und das ist ja auch schön zu wissen. Und immer noch sind viele Zeichnungen der Öffentlichkeit nicht vorgestellt worden. Diese Exemplare sind gerade erst aus dem Atelier angekommen. Ein exklusiver Einblick. Warum hat ein talentierter Künstler aber nie wirklich ausgestellt? Warum wurde er zu Lebzeiten nicht bekannt? Diese Fragen lassen großen Raum für Spekulationen. Auch für enge Freunde. Ich hatte oft den Eindruck, dass er im Wesentlichen für sich malt, in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Das sieht man in vielen Bildern, glaube ich, auch an, dass er da versucht, etwas auszuleben und sein Inneres nach außen zu kehren. Das war seine Form der Darstellung. Ehrlich gesagt, wir können ihn ja heute nicht mehr fragen. Er ist seit 7 Jahren jetzt tot. Aber mein Eindruck war, dass er mit seinen eigenen Bildern gehadert hat, dass er nie so ganz zufrieden war mit sich selbst und dass er möglicherweise auch den Kunstbetrieb nicht so toll fand und es vorgezogen hat, tatsächlich alleine ins Atelier zu gehen und dort einfach zu machen. Und ich glaube, das hat ihn mehr befriedigt als das Ausstellen und das Sich-Präsentieren vor vielen Leuten. Doch die Nachlassausstellung zeigt nicht nur die Zeichnungen von Heinz Strunk. Der bekannte Duisburger Fotograf Gernot Schwarz war der Letzte, der das Atelier fotografieren konnte. Darum geht es hier in der Kubus Kunsthalle nicht nur um die Kunst, sondern auch darum, wie diese entstanden ist. Ein Künstler, der gerade raus ist, mal ein Bier trinken und gleich zurückkommt. Und zwar standen die Schuhe von Heinrich Strunk noch so da, als käme er gleich zurück, zieht sie wieder an und malt rum. Das hat mich sehr emotional berührt. Und auch diese Eindrücke zeigt die Ausstellung in der Kubus Kunsthalle. Eindrücke, die man sich für kleines Geld auch mit nach Hause nehmen kann. Denn am Geld soll es nicht scheitern. Die Bilder werden für einen günstigen Preis verkauft.